Tja, nehmen wir doch die Leiter. Und auf geht's. Ellie, komm. Ellie. Ellie. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Ich muss nochmal 3 drücken. Uta. Naja, jetzt kann ich Gamesfeld sowieso vergessen. Jetzt haben wir schon 22:58. Was ist das denn jetzt? Ist das eine Waschmaschine? In der Waschmaschine ist es ja nicht ein Mülleimer. Ach, da brauche ich mich jetzt nicht beeilen. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Wovon redet sie denn da bloß? Was zur Hölle? Soll das ein Scherz sein? Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Das sind dann wenigstens ein paar, die davon profitieren. Denen geht es besser wie vorher. Hey, du. Na los, komm her. Die scheinbar gegen die Sporen immun zu sein. Und die Hallo. Infizierten greifen die wohl auch nicht an. Das ist echt cool. Die sind wieder freigekommen dadurch. Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Die haben die ja wirklich gut gemacht. Das war mal ein Zoo. Und irgendwie sind die Tiere wieder freigekommen. Die sind wieder frei. Diese Weitsicht, die man hier hat. Gemäß meinem Motto, ich gehe erst einmal da lang, wo ich nicht gewesen bin. Da habe ich nämlich gerade einen Alternativweg
Meine ich zumindest gesehen. Es war hier rauf. Von da sind wir, glaube ich, von da sind wir gekommen. Hurra, hurra, meine Alternativwege laufen im Kreis. Naja, ich erwähne jetzt mal nicht, dass mich das nicht wundert. Das wundert mich hier ein bisschen. Da hätte man doch den Zaunfall einfach von gerade nehmen können. Wo er nicht durch, wo sie nicht durch die Scherben gehen konnte. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe? Das kann nicht umsonst gewesen sein. Wild nickend. Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Morgen kommt ja jetzt Rise of the Tomb Raider für den PC raus. Da ich nicht am PC spiele, interessiert mich natürlich das PC-Spiel an sich nicht, aber es würde mich mal interessieren, wie die Verkaufszahlen, die interessieren mich daran, wie die sich entwickeln werden. Ob die es wohl schaffen, gute Verkaufszahlen zu holen. Obwohl ich Verkaufszahlen technisch ja nicht so überzeugt bin vom PC. Aber es könnte ja durchaus möglich sein. Da ja. Ist jetzt auch Looten, ne? Ich würde nicht sagen, dass Tomb Raider vom PC kommt. Mir ist es eher als ein PlayStation-Spiel bekannt. Das ist einfach alles voll. Ja, gut. Da bin ich mal gespannt, ob sich das... Das müsste sich mindestens 1 Million mal verkaufen. Alles, was unter 1 Million ist, wäre schwach. An PC-Verkäufen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft sich das für die 360 und die One verkauft hat. Das war jetzt ein schöner Fanservice, aber nicht unbedingt. Perfekte Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Das finde ich PlayStation 4. Da bin ich momentan gar nicht im Bilde, wie viel ich davon habe. 15? 25?
Wenn ich wüsste, dass ich überhaupt noch die erreichte Werkzeugstufe 5. Das ist also so ein klein wenig Rollenspiel-Style. Komisch, dass er durch diese Zelte nicht durch kann. Was hindert ihn denn daran, da durchzugehen, wenn das ein Zelt ist? Also das Spiel ist gut, das gefällt mir wirklich gut, aber sagen wir es mal ganz ehrlich, das sind ganz schön lahme Helden. Die können nicht eine einzige Tür von alleine öffnen, die nicht offen ist. Die können nicht in ein einziges Zelt hinein. Man könnte ja auf die Idee kommen, da mit Messern Weg durchzubahnen. Die sind wirklich auf Gedeih und Verderb auf das angewiesen, was hier schon offen ist. Da ist das der Spielmechanik verschuldet. Schwach finde ich es trotzdem. Ja, Karte. Ich habe eigentlich in diesem Spiel noch gar nicht auf die Karten gesehen. Okay, dann mal los. Naja, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen spät hier. Aber ich mache mal den Bogen auf Maximum. Den Flammenwerfer. Den habe ich gar nicht benutzt. Der ist zu lahm. Bis der Wirkung zeigt, ist schon wieder alles zu spät. Magazinkapazität natürlich. 43 habe ich noch. Ich kann die Magazinkapazität nochmal erhöhen. Oder ich erhöhe hier die Magazinkapazität. Das hat er, ach, zwei Schuss hat er jetzt. Boah, das ist natürlich der Knaller jetzt. Zwei Schuss mit dem Supermagazin. Obwohl ich gar nicht wusste, dass es zwei Schuss Trommelrevolver gibt mit zwei Schuss Munition. Aber hey, Joel, ich hab was für dich. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ja. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Ich hoffe, das ist hier gleich ein guter Cut. Es war mir heute schon ein bisschen blöd am Anfang, dass man hier bei einer Stelle weitermacht, wo man Dieses schon. Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Vor allem, wenn man jetzt so lauscht, man sieht nichts. Ich nehme das mal als Speicherpunkt. Bedanke mich, wenn das überhaupt mal jemand sehen wird hier, fürs Schauen dieser Videos. Auch auf YouTube sind diese Videos alle. Wenn man da ein Abo machen würde, vielleicht einen Daumen hoch, da würde ich mich drüber freuen, dass das jemand anderes sieht. Wünsche ich noch viel Spaß beim Spielen und tschüss.